vita. Clip that, Digga! Clip that, please! Hä? Oh. Drop it. Jean the Bedeck, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Und zwar gehen wir heute nur auf die Pros und Contras von Modern Warfare 2 ein. Es ist das Modern Warfare 2022, was gerade rausgekommen ist. Im Hintergrund muss ich mich erstmal bei Keks bedanken. Im Hintergrund werdet ihr eine Sniping Nuke sehen. Und wenn bei der Sniper die Munition leer geht, hebt der liebe Keks eine Waffe auf und macht 30 Kills ohne zu sterben in der Beta. Das ist schon geisteskrank. Danke dafür, Keks. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Pros an, weil ich persönlich finde, gibt es nicht viele Pros. Ist einfach so. Ich habe hier vor mir eine Liste und die werde ich jetzt einfach mal runterrattern. Also erstes Pro. Ich vergleiche das immer tatsächlich mit Vanguard und den alten CODs, ja? Also der erste gute Punkt ist, ich finde die Maps sind farblich sehr gut abgestimmt und die Maps für eine Beta konnte man spielen. Also die waren jetzt nicht zu riesig. Sie waren aber auch nicht zu klein. Also jeder alte Call of Duty-Spieler liebt das Drei-Wege-System. Und das Drei-Wege-System ist teils gegeben. Nicht immer, aber halbwegs so. Es gibt so links, Mitte, rechts so. Zweites Pro, die Punkteserien sind sehr gut. Also wenn man sich die Punkteserien anguckt, sind sie sehr spielbar. Finde ich persönlich. Zum Beispiel, man kann wieder eine Drohne und Konterdrohne ausrüsten, was man bei Vanguard zum Beispiel nicht machen konnte. Ist ein sehr gutes Feature, finde ich. Endlich mal Drohne, Konterdrohne. Was eigentlich ein Muss ist. In jedem COD Muss. Die Engine an sich ist, finde ich, sehr geil. Wenn man MW 2019 gefeiert hat, dann feiert man die Engine auch. Es ist sehr movement-belastend, finde ich, das Spiel tatsächlich. Trotz dessen, dass man so lange slidet und nicht schießen kann, ist es trotzdem sehr movement-belastend. Wenn man es, zum Beispiel ich als MWR-Sniper, wenn du das mit MWR vergleichst, sind das Welten, ne? Es ist schwieriger, den Kopf zu treffen als Sniper. Ja, also ich finde das trotzdem aber auch Pro. Ist aber nicht jedermann Pro. Muss man selber wissen, ne? Ob man Movement spielt oder nicht. Was auch geil ist, finde ich, ist eine geile HUD-Ansicht. Also ich finde, die sieht gut aus. Ist simpel, einfach gemacht. Im Hintergrund, im Startbildschirm laufen auch nicht immer wieder Leute rum. Auch mal was gelernt aus Vanguard. Ja, das waren tatsächlich schon für mich persönlich die einzigen Pros, die ich habe. Ich rede aber jetzt gerade nur von der Beta. Nicht, dass ich schlecht in die Spiel schlecht reden will, sondern einfach ist es die Beta. So habe ich die Beta empfunden. Ich habe sie auch nicht wirklich viel gespielt. Ich komme jetzt erstmal zu den Contras. Da ist es, also da finde ich, kann ich hier runterrattern bis morgen früh bis zur Arbeit. Ist einfach so. Skill-based Matchmaking. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist. Aber wir müssen uns tatsächlich damit abfinden. Es ist leider so, Skill-Based Matchmaking wird überall jetzt dabei sein. Ich verstehe es nicht, warum man das macht. Ist da jemand morgens aufgestanden mit einem falschen Fuß und dachte sich, oh, jetzt bin so gut im Gaming-Markt, ich baller jetzt überall Skill-Based Matchmaking rein, damit wir die Noobs schützen. Nice, Digga. Ich küsse dein Herz, Digga. Du hast auf jeden Fall die Gaming-Szene in den Arsch gefickt. Zweiter Kontrapunkt Punkt ist der Killfeed für Sniper. Natürlich, vier Leute im Killfeed, kann man sich dran gewöhnen, aber für Sniper ist das eine Katastrophe. Da werden schon, auf Twitter sehe ich Sachen gemaskt, das kannst du dir nicht vorstellen. Single Ender 6 Ons, teilweise habe ich sogar schon 7 Ons gesehen bei einem Killfeed von vier Leuten. Ey Leute, verarscht mich nicht. Bei jedem Mal, wenn du stirbst, fliegst du in die Map rein. Warum macht man das wieder? In Vanguard war es drin, die haben es rausgenommen und jetzt wieder. Warum? Ich verstehe es nicht. Ist das irgendwie eine Frau in einer Periode, der das gemacht? Kannst du dich nicht entscheiden? Links oder rechts oder wie? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Also nichts gegen Frauen natürlich, aber Frauen in der Periode sind sehr anstrengend. Muss ich einfach mal gesagt haben. Ja, noch ein Minuspunkt, keine Punkte auf der Minimap, wenn man schießt, nur oben auf dem Kompass, mitten in der Map. Das ist einfach bodenlos, ja, also wirklich. Also alles, was sie falsch machen, behalten sie und alles, was sie gut machen, nehmen sie immer wieder rein. Für alle Camper, weil die Noobs ja sowieso schon geschützt werden, die Sounds der Schritte sind wieder viel zu laut.
Also jetzt wieder. Die sind noch lauter als im Wenger gefühlt. Und das ist schon krank. So, jeder, der sich jetzt in eine Ecke setzt und darauf wartet, dass jemand vorbeiläuft, den hörst du schon kilometerweit. Und jetzt kommt das Allerallerschlimmste. Das Allerallerschlimmste, wirklich. Die Drop-Time. Du kriegst einen Schuss in den Kopf, bist tot. Du kriegst drei Schüsse im Bauch, tot. Als Sniper. Schießt jemand auf Brustkorb und gibst noch Hitmarker. Okay, man hatte keine Aufsätze. Ja, ist ja in Ordnung. Aber trotzdem, was ist das für eine Drop-Time? Warum macht man das? Guck, ihr merkt jetzt schon, ich habe euch, guck mal, jetzt kurz zusammengefasst, das Fazit. Die Pros. Maps sind gut, Drohne, Konterdrohne zusammenspielbar. Engine an sich geil, hat an sich so gut aus, farblich, Spiel ist farblich sehr gut angepasst. Das sind die Pros. Aber, wenn man sich die Pros auf der Zunge zergehen lässt, was sind das für Pros? Im Gegensatz zu Contra, Skill-Based Matchmaking, einfliegen nach jedem Kill, keine Punkte auf der Minimap, die Schritte sind viel zu laut, die Drop-Time, das Einfliegen nach jedem Kill und ich könnte noch mehrere Sachen nennen, die einfach nur kacke sind. Also, ich hoffe, das ändert sich natürlich im Full-Game. Ich werde mir das Spiel natürlich holen, damit ich euch Content liefern kann. Das neueste COD ist halt auch am meisten angesehen, ist einfach so. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem Spaß haben. An Release 30 Stunden mit einer Call of Duty Legende. Ich hoffe, an Release sehen wir uns dann mit Spielspaß. Und ey, mir fällt gerade noch ein Pro ein, was zu Vanguard besser ist. Es gab nicht viele Bugs tatsächlich in der Beta. Also als ich gespielt habe, gab es nicht viele Bugs. Und dazu kommt aber noch ein Contra, aber sehr viele Crashes. Also an sich war das Spiel nicht verbuggt, aber sehr, sehr oft gecrashed. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurzes Live-Interview mäßig hier. Kurzes Feedback live hier aus der Zentrale. Ja, schreibt mal in die Kommentare eure Meinung und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Kuss, dass du am Start warst.